Hazel Brugger will kürzer treten und hat verkündet, dass sie eine Pause einlegen will. Sie sei gesundheitlich angeschlagen gewesen, sagt sie. Hazel Brugger, 28, will eine Pause einlegen. Das hat die Komikerin auf Twitter bekannt gegeben. Dort schrieb sie, dass sie jetzt längere Zeit gesundheitlich angeschlagen, erschöpft gewesen sei. Sie werde die Umstände nutzen, um eine Pause einzulegen. Die ich letztlich seit Beginn der Schwangerschaft, ja, seit Beginn der Pandemie, also gut 2 Jahren, nicht hatte. Hazel Brugger erhielt Morddrohungen. Das Touren als Mutter habe sie unterschätzt, erklärte sie. Auch das Künstlerdasein während der Corona-Pandemie mit Verschiebungen und Absagen sei auslaugend gewesen. Nach positiven Äußerungen über das Impfen habe sie Morddrohungen erhalten, verriet sie zudem. Sie fügte hinzu, dass sie schon seit ein paar Wochen pausiere. Ihr Mann, der Comedian Thomas Spitzer, 33, habe in dieser Zeit alles gemanagt, die Nächte mit dem Baby, Firma, Finanzen und so weiter. Ihr gehe es schon viel besser, erklärt Brugger in dem Statement weiter. Es geht mir eigentlich sogar echt richtig gut, aber ich darf dieses Hoch jetzt nicht falsch interpretieren und möchte mich noch weiterhin ein bisschen schonen. Sie werde nun versuchen, kürzer zu treten und ihr Leben radikal umzustellen und hoffentlich irgendwann das Vertrauen ins Künstlerdasein zurückzugewinnen. Weiter schreibt die 28-Jährige, ich weiß, dass ich gut in dem bin, was ich tue, und ich weiß, dass meine Arbeit mir eigentlich viel Freude bereitet. Aber sie brauche gerade einfach ein bisschen Zeit. Es war zu viel. Zudem richtet sich der TV-Star an alle jungen Mütter, die sich im letzten Jahr gefragt haben, wie schafft Hazel das nur alles? Sie habe es nicht geschafft und es war zu viel und vor allem, es hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und das kann's doch eigentlich nicht sein. Als Mutter sei es ihr wichtiger denn je, ihrem Kind vorzuleben, dass das Leben lebenswert sei. Sie freue sich auf die Zeit mit der Familie.